Oh, hi. Oh, der Ladebildschirm ging aber schneller als sonst. Ich esse ganz kurz auf. Oh, Mensch, dachte ich, ich schiebe nochmal ganz fix einen Bonbon in den Mund, aber der Ladebildschirm dachte ich so, nö, Alter, ich lade jetzt mal ein paar Sekunden. So, wir waren stehen geblieben. Genau hier, überraschenderweise. Wir müssen, och, wir haben da 8 Runden wieder nur. Okay, wir müssen da rein rushen. Corriendo. Dann rushen wir mal. Corriendo. Andale, andale. So. Mit wem möchte ich denn jetzt? Mit Holly eigentlich nicht. Mit ihr vielleicht. Ja, darf's auch mal ran. Bestätigt. Warum bist du denn so laut? Oh, ich hatte meine... Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Lautstärke hier ein bisschen wieder runter machen. Ihr seht das gerade nicht, weil ich nur in der Spielaufnahme bin. So, ich glaube, ich hatte die so auf 74. Okay. So. Dann kann ich mit dir auch noch ein Stückchen weitergehen. Ja, da, mein guter Silverstar. Das macht so ganz, ganz knuffige Geräusche beim Laufen dieser Exosuit. Judgment Day, Joe Park. Da vorne ran. In Ordnung. So, Bushi darf auch noch. Ach du Kacke, die können hier auf die Brücke? Oh mein Gott. Du hast den Spinner. Ja, bitte geh. Oh mein Gott, Gott, bist du da oben? Werfe Haken. Ach du Kacke. Oh, du siehst dann sogar einen. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Jo, da sind auch welche auf der Brücke. Ach du Kacke, haben die dich schon gesehen? Sieht nicht so aus. Cool. Du kannst sogar noch mit dem Präzisionsgewehr schießen. Und du könntest ihn sogar töten, wenn wir Glück haben. Aber ich lege es erstmal nicht drauf an. Und Bushi darf auch einmal hier vorne hin. Nur damit du gleich zu Hilfe eilen kannst. Möchte ich uns schon alle aufdecken. Oh, jetzt sehe ich beide. Was? Gerade habe ich... Achso, wahrscheinlich, weil... Ich könnte ihn halt ausschalten. Das wäre... 3, 6... Ja, dann müsste ich schon viel Schaden machen. Mit dem habe ich 82 auf einen 100%igen Kill. Ist schwierig. Ich glaube, ich lasse die erstmal noch und mache nur einen Feldposten. Irgendwie ist das Spiel aber immer noch ziemlich laut. Ich lasse ihn nochmal kurz hier umherschwinkeln. Okay, ist außerhalb des sichtbaren Bereiches. So, dann muss ich mal ganz kurz in die Einstellungen. Optionen. Lautstärke. Wie wäre es denn, wenn die SFX-Lautstärke noch so ein Müh runter ist und die Gesamtlautstärke auch so ein Müh runter? Ach ja, ich muss das noch speichern. Vielleicht die Gesamtlautstärke so ein Stückchen weiter. Okay, speichern verlassen. Doch, vielleicht ist das dann etwas leiser. Und etwas angenehmer. Meine Stimme soll ja im Vordergrund sein und nicht das Spiel. Aber ihr sollt das Spiel halt auch noch hören. Deswegen ist Feedback auch recht wichtig. Wenn euch das jetzt zu leise ist, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. So, aber erstmal würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Stückchen weiter. Ja, guck mal, hier drin ist doch ganz schnuckelig. Geht's mal da rein. Wunderbar. Keine weiteren aufgedeckt. Dann kann der gute Silverstar auch ein Stückchen weiter. Okay. So. Mit dir bewege ich mich erstmal besser noch nicht. Shady kann hier vorne an die Seite. Das würde mir ganz gut gefallen. Da vorne hin. Bewegung, Bewegung. Siehst du irgendwen? Hier ist ein feindlicher Trupp. Okay, gut. Oh, sogar ein cooles Spray dabei. Nice. Dieser Advent-Captain wäre uns von Nutzen, wenn er kampfunfähig gemacht würde. Na, okay. Wer hat denn hier eigentlich... Hat jemand den Schädelstrecker dabei? Den habe ich gar nicht. Ich habe gar keinen Schädelstrecker mitgenommen. Ich bin so blöd, ich habe einen Schädelstrecker vergessen. Oh mein Gott. Aber das war nicht ich, das war Vergangenheitsjud. Darum, ich habe die Truppen ja nicht ausgerüstet. Also, alles gut. Oh, da vorne ist sogar noch... Ganz schön viele Einheiten. Okay, Bushi muss auch definitiv dranbleiben. Judgment Day darf auch gerne so weit wie möglich nach vorne. Dorthin. Okay. Und dann... Dann hätten wir es. Dann machen wir noch Feldposten mit dem wir Feldposten machen können. Kommt der jetzt runter? Ach du Kacke, der kommt runter. Oh je. Entdeckt der einen? Oh mein Gott, das ist halt schon ein bisschen Thriller. Oh. Nice, er hat uns nicht entdeckt. Okay, gut. Puh, meine Fresse. Ich dachte, Jason würde entdeckt werden. Haben wir aber Glück gehabt. So, die da hinten verpissen sich. Von mir aus. Der Mac da oben, keine Ahnung, was der macht. Sieht Holly den noch? Yep, der hat sich einfach nur ein bisschen weiter an die Kante bewegt. Ja, wollen wir jetzt schon die Party hier sprengen, oder? Ist eine gute Frage.
von mir aus können wir das aber tun tatsächlich. Wir sprengen die Party. Let's go. Wir machen keinen Feldposten. Wir lassen das alles so. Ganz bewusst. Weil ich möchte mal testen, ob das so nicht vielleicht besser ist ohne die Feldposten. Weil so weit rennen die ja auch eigentlich nie weg. So, das war mir wichtig. Die Rüstung zerschreddern. Hat nicht viel Schaden gemacht. Aber dafür machen wir jetzt mit unseren anderen Truppen auf jeden Fall viel Schaden. Okay. Ja, da schrei doch mal ein bisschen. Na, siehst du, guck mal. Die bewegen sich echt nicht so weit. Und ich krieg sogar einen gratis Angriff und... Okay, gut. Er haut direkt zurück und haut auch daneben. Wunderbar. Huh, Glück im Unglück. So, die beiden kommen sogar noch näher ran. Alles klar, er da oben macht einen Feldposten. Okay, nicht bewegen. Ah, das bringt nichts, ihn da oben abzuballern. Jason könnte halt ihn versuchen zu töten. Oh nee, Jason hat einen Schädelstrecker sogar dabei. Oh mein Gott. Das heißt, ich habe ihn doch richtig ausgerüstet. Mensch, Props an Vergangenheitsjo, darum hat er richtig gemacht. So, wie wär's denn mit einem Axtwurf? Ah, oh, nee, auf den Schildträger. Fortschritt. Ihn muss ich halt mit dem Schädelstrecker lang machen. Oh. Wie wär's denn, wenn du mit deiner Axt ihn da hinten ausschaltest? Das wäre mir unglaublich lieb. Komm! Gestreift! Warum streift ihr denn die ganze Zeit? Fuck. Ja, du kannst auch eigentlich gar nichts machen. Du kannst überhaupt gar nichts machen. Verdammt, bist du nutzlos da hinten. Bushi. Ja, das ist das Sinnvollste, was du machen kannst. Ihn abschießen. Wie wär's, wenn du aber dafür noch ein bisschen näher rangehst? Ah, ist auch alles kacke. Ah, verdammt, dass er ihn nicht getötet. Ja, ist eine... Ah, Holly sieht auch nichts. Außer ihn. Doof. Und es halt hier... Schwierig. Judgment hätte noch die beste Möglichkeit. Pass auf. Mit Judgment machen wir folgendes. Mit dir werfen wir Mimic Beacon. Das heißt, du gehst einmal hier hinter. Legen wir endlich los. Dann wirfst du ein Imitationsgerät. Irgendwo dahin, wo es alle sehen können, da vorne. So. Dann werden die schon mal ganz gut abgelenkt. Der Mac da oben geht mir auf den Sack und er geht mir auf den Sack. Aber ich denke nicht, dass du die triffst. Bushi, okay, komm, versuch's. 66. Vielleicht triffst du ja und wenn du den dann betäuben würdest, endlich mal, wäre das super. Nein, immer noch keine Betäubung. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Minimaler Schaden? Ich fand den schon ziemlich ordentlich eigentlich. Okay, gut. Von mir aus können wir ja auch einen heftigen Schuss machen. 69. Wir können ihn nicht töten, aber vielleicht ordentlich anhitten. Ja, das war schon mal 10 Schaden. 3 in der Rüstung, aber sonst in Ordnung. Oh, das entfernt auch den Feuerschutz, wenn die angeschossen werden. Das ist ja interessant. So, du siehst ihn auch, kannst ihn aber auf jeden Fall nicht töten. Du könntest maximal ein Hilfsprotokoll irgendwo hinmachen. Jason könnte noch jemanden töten. Wen könntest du denn mit dem Schädel schreiben? Oh, du könntest auch 70%. Oh, das wird uns natürlich viel Sorgen und Kummer ersparen. Mach das doch mal. Wenn du den direkt ausschalten könntest. 70% ist schon mal gut. Und du bleibst dabei sogar hinter der Wand. Oh. Wir haben vollständigen Zugriff auf das Advent Psionic-Netz. Ich habe unsere Systeme für die Verarbeitung der neuen Daten eingerichtet, aber wir müssen schnell sein. Sie werden unser Eindringen bald bemerken. Okay. Ungeschützter Zugang zum zentralen Datenaufbewahrungsnetzsystem-Dings. Ja, okay. Kein negativer Effekt. Das nehmen wir erstmal den kleinen Speicher. Vielleicht haben wir Glück. 9%. Oh, ganz knapp. Naja, aber egal. Cool, das hat funktioniert. Nice, gut. Wäre er schon mal... Ist er jetzt komplett weg? What the fuck? Beförderung verdient. Commander, das scheint der Kodex zu sein, der für den Schutz der Alien-Datenbanken verantwortlich ist. Wir müssen ihn neutralisieren, wenn wir die Daten auslesen wollen. Verstanden. Waffen bereit machen. What? Wir haben unser Ziel. Ein Kodex? Ich hab vergessen, dass sie so früh im Spiel kommen. Ja, ein Kodex. Warum nicht? Wenn ich mich richtig entsinne, haben die einen gewissen, eine gewisse Besonderheit. Wir gehen mit dir erstmal dahinter. Ich rücke aus. Vielleicht hast du ihn dann flankiert, denn wenn ich dir jetzt anschieße und nicht töte... Bitte töte ihn. 40 Crit, komm, mach einen übelsten Crit. Kein Crit. Okay, wenn ich richtig liege in meiner Vermutung, dann wird jetzt Folgendes passieren. Er klont sich.
Immer wenn ich ihn anhitte, erschafft er einen Klon mit dem übrigen Leben. Das habe ich noch nie gesehen. Der Codex projiziert mehrere Kopien von sich selbst in unsere Dimension. Ach du Kacke. Okay, wir müssen halt echt die Dinger direkt ausschalten. Oh, shit. Haltestand, Imitationsgerät, Haltestand. Ah, der ist weg. Das war jetzt nicht ganz so gut. Jetzt haben wir zwei Codex gegen uns. Oh, und noch ein Schildträger und noch ein Mech auf dem Dach. Oh je, was macht er? Er macht nur ein Schild. Okay, das ist erstmal in Ordnung. Da wollte ich machen. Kriegen die alle ein Schild. Noch okay. So, was macht der Mech? Der macht mir jetzt am meisten Sorgen. Er läuft einfach nur, der Codex teleportiert sich. Der Codex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Ach du Kacke, Waffen deaktiviert? Du bist ja mies. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden die machen. Bin unter Beschuss. Ja. Mit Holly sieht kein. Oh, das ist nicht gut. Warte, wir müssen mal ganz dieses Ding hier angucken. Dieses Feld hier, Gott sei Dank weiß ich das. Dieses Feld hier explodiert nächste Runde. Das heißt, ich muss mit meinen Truppen da rauslaufen. Sonst werden die halt mega mitgenommen. Und das Gewiefte ist, ich kann halt rauslaufen. Und jetzt muss ich nachladen. Wenn ich jetzt nachlade, bin ich durch. Habe ich keine Aktion mehr frei. Aber ich habe Gott sei Dank kostenloses Nachladen mit ihr. Deswegen, ich kann so oder so mit ihr nachladen oder mit dem Schwert angreifen. Das heißt, ich könnte entweder dich töten oder dich anhitten oder versuchen, dich zu machen. Aber ich glaube, das Sinnvollste, was du machst, ist eine Frostgranate auf die beiden zu werfen. Das ist das Allersinnvollste, was du machst. Ja, dann habe ich zwei auf jeden Fall schon mal für die nächsten Runden übrig. Das ist gut. Dann muss ich mich um euch schon mal nicht kümmern. Wunderbar. So, wir müssen uns nämlich um die Codex kümmern. Ihn nicht. Der Codex ist wichtig, ja. Da sind sie sogar beide hier direkt neben uns. Was hältst du davon, wenn du dich hier direkt mal vorhin stellst? Rücke zu Zielkoordinaten vor. Das dürfte der Kill sein. Es muss der Kill sein. Ja. Feind neutralisiert. Da ist der erste weg. Sie sieht immer noch nichts, überraschenderweise. Jason. Jason hat nur die beiden im Visier. Aber Jason könnte natürlich auch hier vorne hingehen und versuchen, den Schildträger auszuschalten oder den Codex. Action Cam, wie Jason durch ein Fenster springt. So, du hast ja alle flankiert, meine Güte. Ihn willst du aber nicht ausschalten. Ja, den Codex möchtest du ausschalten oder den Schildträger. Ich denke sogar, du killst den Schildträger. So, dann ist nämlich auch das Schild von dem Codex weg. Dann hat es der nächste leichter, oder? Ist weg? Ja? Ist weg. So. Okay. Oh, das Feld hier ist dann auch weg. Aha, man kann also auch den Codex killen, der dieses Feld hier erschaffen hat. Dann ist das Ding auch weg. Okay. Waffe geladen. Interessant. So, du hast nur die beiden im Visier. Super. Toll. Hilft mir jetzt auch nicht ganz so viel. Du könntest natürlich das Ding wegsprengen. Habe ich denn noch eine andere Option? Ja, Bushi haben wir noch. Wunderbar, dann lädst du einmal nach. Blendgranate bringt mir gerade nicht ganz so viel. 66. Versuch's. Ja, unglaublich Sahne. Nice. Gut. Gott sei Dank sind nicht mehr Kopien erschienen. Das war doch klar, oder? Nicht ganz so klar. 66 ist jetzt nicht so. Anscheinend blieb nach der Auflösung des Codex ein physischer Rest übrig. Hoffentlich gibt er uns einen besseren Einblick in die Pläne der Aliens. Ein physischer Rest. Okay. Ja, jetzt wo wir alle sowieso erledigt haben, kann ich auch mich um die beiden kümmern. So, dann wäre jetzt nur noch Holly übrig. Und Holly sieht überhaupt gar nichts. Das heißt, du kannst auch einmal hier vorne an den Rand. Dann kannst du vielleicht mit der Pistole den ausschalten. Was weiß ich. Kannst du sogar. Oh, du hast auch Schattenfall dabei. Das heißt, wenn du den killst, dann bist du auch unsichtbar. Natürlich tötest du ihn nicht. Natürlich tötest du ihn nicht. Naja, aber er ist ja sowieso gefroren. Oh, das Feld ist noch da? Hey. Das Feld ist noch da gewesen. Das war aber weg bei mir. Unfair. Also, das ist unfair. Gott sei Dank hat das nicht ganz so viel Schaden gemacht, aber das war unfair. Kack, Mist, Kacke. So, was macht er? Er wollte Jason killen, aber Jason hat in der letzten Runde einen Kill gemacht und sein Perk erlaubt es ihm jetzt unantastbar zu sein. Tja, das ist Pech für dich. So, du hältst erstmal einen Free Killer, bitte. Und zack.
Wunderbar. Schön, durften wir auch nochmal dein Gesicht sehen. Ja, erst rein. So, du darfst jetzt auch dich nochmal bewegen. Und du hast eine Beförderung verdient. Nice. Shady oder Bushi. Ne, Bushi ist ja schon Max Level, ne? Judgment Day könnten wir nochmal ein bisschen... Ja, Judgment Day können wir nochmal ein bisschen hochpushen. So, mal gucken, ob du genug Schaden machst. Du dürftest ihn ja flankiert haben, hast du nicht. Und du kannst gar nicht genug Schaden machen. Das heißt, mit irgendeinem möchte ich den anhitten. Ja, warum nicht mit dem guten Silverstar? Kannst mal da vorne hin. Bin dabei. Da siehst du ihn ganz gut. Und dann haben wir auch gar nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich hoffe, die kriegen wir jetzt schnell weg hier. So, 66. Bitte, bitte, bitte. Nice. Keine Rüstung zerschreddert. Oh, hast du gar nicht zerschreddern in deinem Perk-Dings? Natürlich jetzt unlucky. Ich muss bald nachladen. Judgment. Das dürfte jetzt reichen. 6 bis 8. Es reicht nicht. Du machst nämlich genau 6. Ein Schaden mehr und du hättest ihn, oder? Ein Schaden mehr und du hättest ihn. Dann muss ich vielleicht doch Jason drum kümmern. Oder du wärst mir eigentlich auch ganz lieb. Du kannst dich auch drum kümmern. Position bestätigt. Wir sind so. In der Nähe des Ziels. Ja, 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 ja. Wir haben danach noch 3 Runden Zeit. Alles easy. Nein, du schießt bitte ihn tot. Gut. Feind am Boden. Nice. Und da hat er auch ein bisschen was fallen lassen. Wunderbar. Mit Holly können wir mal nachladen. Mit Jason können wir schon mal in Richtung des Senders gehen und denen schon mal einen Hit mitgeben. Yep, und hau drauf. Pew. Nice. Ausgezeichnet. Okay, Bushi darf nachladen. Holly darf Feldposten machen. Auch einen Feldposten. So, mal schauen, wer noch so kommt. Ja, ja, ja. Ja, 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 mach ich ja, mach ich ja. Jason ist ja da. Guck mal. Noch ein Hit, dann ist er weg. Zack. Guck, Central, alles easy. Alles easy. Und nu? Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Es gibt noch weitere verbleibende Feinde? Ach, verdammt. Gut, dann, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, healen wir erstmal den guten Juggernaut Silverstar. Du darfst dir immer noch einen Spitznamen aussuchen übrigens. Wie du gerne heißen möchtest, keine Ahnung. Letztes Mal warst du ja, glaube ich, Tatütata. wenn du einen coolen Spitznamen möchtest, dann sag es mir doch. Dann kriegst du den auch. So, sonst bleibst du erstmal bei Juggernaut. Bushi darf sich die Teile holen, die da vorne liegen. Was haben wir denn da Schönes? Fortschrittliches Lasergewehr. Und 2 PKS. Wow, die reißen immer die Leichen hier um. Und dann Feldposten. Denn ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, soweit wir es können. Laden mit jedem nach. Und machen dann weiterhin einen Feldposten mit allen, die noch über sind. Ah, hast du fertig nachgeladen? Gut, wo kommen sie? Davor, ach, natürlich ist es ein Archon. Und 2 Schlangen. Ja, moin. Na, was geht? Aber das geht noch. Solange das jetzt auch die letzten sind, kriegen wir das noch hin. Uch, Hilfe. Holly sieht nichts. Jason sieht's aber. Ah. Jason könnte auch mit dem Sturm und Schuss hier vorne hin. Das würde mir gefallen. Jason geht einfach mal all in. Jason geht all in und geht hier vorne dran. Nee, du gehst hier vorne dran. Dann hast du wahrscheinlich einen sehr guten Schuss, also hoffe ich. Kannst du dann eigentlich auch... Ne, du kannst keinen Schwerthieb mehr machen. Ne, okay, du hast ihn aber auf jeden Fall im... Okay, nur ein Schuss. Ja, ja, auf Wiedersehen. Nice. Hätten wir dich auch? Solo Hamahamahama. Boah, du hast jetzt auch nicht so den krassen Schuss. Du könntest aber... Hast du ihn noch im Blick? Ja, du kannst hier hinter diese Deckung gehen. So, die Tür von mir aus einmal aufmachen. Vielleicht hast du dann noch einen besseren Schuss, keine Ahnung. 62, 0% Crit, na, muss ich noch überlegen, je nachdem, was die anderen so machen. Bushi, was ist, wenn du, man kann es halt so schlecht sehen. Da vorne hast du ihn auf jeden Fall im Visier, okay. Dann mach doch mal. 71 ist sogar ziemlich gut. Dann mach doch, los, yes, aber nicht betäubt. 8 Schaden ist aber trotzdem ziemlich gut. Okay. Ja, unertastbar, mir doch Wurst.
Silverstar, möchte bitte auch einmal zur Action jumpen. Einmal da vorne hin, dann kannst du in der nächsten Runde vielleicht die Tür aufmachen. Okay. Du hast nicht genug Schaden für ihn. Und nicht genug Schaden für Deadfee, aber du schießt ihn von mir aus einmal an. Oder auch nicht, also, oder auch nicht. Von mir aus. Es bewegt sich noch. Judgment, darf man mir jetzt auch mal einen stummen Schuss machen. Und einmal hier vorne dran. Und ab geht's. Dann kannst du hoffentlich noch die Tür aufmachen. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Danke. 65. Wenn du krittest, ist er tot. Aber ich 15% Crit ist schon sehr... Oder du triffst gar nicht. Auch in Ordnung. Finde ich gut. Das war nichts. Nee. Ihr seid alle kacke. Ah, verdammt, Holly. Was mache ich denn mit dir? Du bringst da oben ja auch überhaupt gar nichts, ne? Du kannst von mir aus einmal hier runtergehen. Dann kannst du in der nächsten Runde vielleicht nützlich sein. Also, boah, was weiß ich. Nee, nö. Hätten die beiden getroffen, wäre das halt... RIP. Wäre der weg. Hätten wir noch eine Schlange. So, was macht er jetzt? Autsch. Hast du verdient. Kann man nicht anders sagen, hast du verdient. Solange die Schlange dich nicht jetzt nicht auch noch... Oh, daneben. Oh, Glück gehabt. Meine Fresse. Greifen... Ja, Gott sei Dank. Bitte aber, du hast jetzt keinen Zug mehr zum Schießen, oder? Er hat noch einen Schuss zu. Gar kann auch eine Giftwolke machen. Du widerliches Stück. Okay, wir müssen die jetzt in dieser Runde ausschalten, weil sonst ist er tot. Ja, ein Schaden und Vergift. Du brauchst kein Medikit. Jammer nicht. Jammer nicht. So, Jason. Du hast irgendwen flankiert. Dann lädst du bitte einmal erstmal nach. Und dann tötest du, wen auch immer du flankiert hast. Ihn. Gut, dann ist die Schlange schon mal weg. Wunderbar. Auf Jason kann man sich halt verlassen. Da kann man sich halt einfach drauf verlassen. So. Du könntest ihn töten. Bushi könnte von mir aus auch einmal ganz kurz nachladen und dann auch nochmal auf den Archon schießen. Nachgeladen. So. Gut, auf Bushi kann man sich also auch verlassen. So, und dann ist das Ding ja so gut wie weg. Dann darfst du von mir aus 74 Meter... Oh, er hat ihn sogar betäubt! Betäubt für zwei Runden. Wir haben das Betäuben endlich mal gesehen. Oh, wow! Nice! Okay, kannst du auch mit der Pistole schießen? Nein, du hast gar keine Pistole. Okay, das heißt, du kannst einfach so abschießen. Nice, das triffst du. Wunderbar. Cool, wir haben endlich mal das Betäuben gesehen. Wunderbar. Ja, das waren alle wunderbar. Nice. Boah. Okay, die Mission war jetzt nicht unglaublich schwierig, aber wird am Ende doch nochmal brenzlig. Und diese, ich habe vergessen, wie die heißen, diese Klone da, diese, ach, Codex, genau, diese Codex-Dinger, die, der ist halt gerade aufgetaucht, weil ich mich da mit dem Jason in den Soldaten gehackt habe, mit dem Schädelspalter. Oder Schädelstecher, oder wie das Ding auch heißt, keine Ahnung. Und die können echt eklig werden, davon werden noch häufiger welche auftauchen. Wenn man davon so zwei hat, so zwei rumlaufen hat und die dann doch Rüstung bekommen... Und dann noch viel Leben haben. Ich weiß nicht, ob die mehr Leben kriegen, aber die haben ja schon ordentlich Leben. Da muss man halt, da braucht man halt echt einen Crit, um die mit einem wegzumachen. Dann tauchen halt immer mehr davon auf. Und die machen halt alle das Gleiche. Die können sich teleportieren, die können so ein Feld machen, was die Waffe unbrauchbar macht, wo man dann nachladen muss. Und man muss sich dann da rausbewegen. Das heißt, man ist mit dem Soldaten außer Gefecht gesetzt, weil man muss sich rausbewegen und nachladen. Wenn man kein automatisches Nachladen hat, kann man nichts mehr machen mit dem Soldaten. Man muss aus diesem Feld raus, sonst explodiert das. Und das war widerlich, dass das weg war. Das vergesse ich dem Spiel nicht. Der gute Silverstar hat Schaden bekommen, obwohl das Feld mir nicht angezeigt wurde. Unfair. Aber jetzt wissen wir es für die nächsten Male. War ja jetzt auch relativ ungefährlich, dass er getroffen wurde. Aber jetzt wissen wir es, wenn wir das Feld vorher gesehen haben und es plötzlich nicht mehr da ist. Es ist noch da. Es ist noch da. Mein Gott, guck mal. Ah, fast alle sind befördert. 12 Tage und 8 Tage? Boah. Hui. Oh, der neue Colonel. So, jetzt haben wir hier Serie, eine mächtige Kettenschussfähigkeit. Für jeden mit der präzisionserzielten Kill werden deine Aktionen zurückgestattet. Okay, 10-mal verlesen in einem Satz, wunderbar. Und die Schussserie ist halt 3-mal mit der Pistole draufballern, aber wir gehen hier natürlich auf Serie. So, wunderbar. Gut, dann hätten wir einen Fernkampf-Scharfschützen. Oh,
Jason hat eine verborgene Fähigkeit. Heftiger Schuss mit einem Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit. Oh mein Gott, das passt halt so gut in dein... Das ist halt eigentlich ein Sniper-Perk. Krass. Okay, was hast du? Schnellfeuer. Feuere zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von 15%. Diese Fähigkeit unterliegt keiner Abklingzeit. Das, was der gute Bauski ja schon bekommen hat. Oder Sensenmann. Ein vernichtender Ketten-Nahkampfangriff, dessen erster Nahkampfangriff nicht verfehlen kann. Für jeden Nahkampfkill im Sensenmann-Modus erhältst du eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Nahkampfangriff richtet jedoch weniger Schaden an. Das heißt, wenn ich jemanden kill mit dem Sensenmann, kann ich quasi direkt nochmal los. Kann eskalieren. Aber das hier macht halt so viel Schaden auf Single-Target-Einheiten, das ist halt schon abnormal. Vor allem für den guten Jason. Das kann halt so viel Schaden machen. Aber Sensenmann ist so cool. Oh, ich weiß nicht. 4 Runden Abklingzeit. Das hat keine Abklingzeit. Oh, das ist eine echt schwierige Entscheidung. Ich denke einfach, Sensenmann passt besser in seinen... Ah, das ist so selten wirklich nützlich. Ich glaube, ich gehe auf Schnellfeuer. Weil Schnellfeuer ist eigentlich immer nützlich, wenn man ein Ziel hat, was man auf jeden Fall töten möchte. Und Sensenmann ist halt nur nützlich, wenn viele Gegner da sind mit wenig Leben. Ich mache Schnellfeuer. Aber ich gehe auf Theme. Komm, scheiß drauf, Sensenmann. Das passt zum Jason einfach besser. Okay, der gute Silver ist da. Was möchtest du? Schweres Geschütz, die Granaten erhalten zusätzliche Verwendung oder Holoziel? Nee, du nimmst bitte... Ja, du nimmst bitte mehr Granaten. Finde ich geiler. Oder mehr Verwendung dafür. So, okay, du bist ja auch schon... Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dich jemals sonst mitgenommen zu haben. Major Alessandra Shady Bruno. Wachsamkeit oder Wächter? Bei jedem erfolgreichen Feuerschutz besteht eine 50% Chance, dass du nochmal oder... Wenn du all deine Aktionen auf die Bewegung erhältst, erhältst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutz. Nee, du machst bitte Wächter. Wunderbar. Gut. Cool. Hätten wir es auch geschafft. Commander, bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung des Kodexhirns. Wir beginnen so bald wie möglich mit der Arbeit daran. Ja, wir haben ein Kodexhirn. Der Kodex hinterlässt bei seinem Ableben nur dieses kleine, beinahe unauffällig wirkende Hirn, das sich bemerkenswert resistent gegenüber biologischen und mechanischen Scans zeigt. Ach herrje. Okay. Von mir aus. Nice. Archon-Autopsie. Nice. Hallo, Commander. Hallo, wir haben einen Ranger bekommen. Krass. Ranger Neulande Ramon Sanchez. Cool. 1A. Waffenkammer. Was ist denn hier Neues? Soldatenanzeigen. Achso, der neue Soldat. Okay. Ja, da ist er. Lassen wir erstmal noch. Vielleicht brauchen wir dich ja später nochmal für irgendwas. Was ich tun wollte, ist... Da. Individualisierung. Denn das liegt auf der Hand. Charakterinfo. Jawohl, Vorname. Du heißt... Warte, du heißt... Major Alessandra Shady Bruno. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Egal. Hauptsache... Ich weiß nicht, ob ihr den Insider kennt. Oder ist ja schon kein Insider mehr. Hauptsache, Spitzname... Alessio... Wird Alessio so geschrieben mit Doppel-S oder so? Ach, ist mir auch komplett scheißegal. Alessio geht's gut. Hauptsache Alessio geht's gut. Alles klar, hätten wir dich auch dabei. So, ich würde jetzt ganz gerne nochmal die letzten paar Minuten damit verschwenden, meine Soldaten komplett von oben nach unten einmal anzugucken, ob die wirklich alle soweit ausgestattet sind. So, du kannst nämlich noch eine PKS benutzen. Mehr ausweichen oder mehr leben. Brauchst du nicht. Brauchst du alles nicht. Waffenverbesserung. Du hast schon ein Zielfernrohr. Ich könnte dir ein verbessertes Zielfernrohr geben. Das könnte ich noch machen. Sonst bleibst du erstmal so, wie du bist. Ich selber bin ja eigentlich auch ausgerüstet, dachte ich. Nee. Mehr Leben wäre schon ganz nice, würde ich sagen. Für mich selber. Sonst wäre Ausweichen auch ganz nice. Ich glaube, ich gehe auf mich selber. Ich kriege ein bisschen Ausweichen. So, Waffenverbesserung. Ich habe eine bessere Zielsicherheit, ist aber nicht ganz so wichtig. Ich schieße ja sowieso nur mit der Pistole. Das wäre ganz gut für meine Pistole. Der fortschrittliche Schaft. Wenn ich daneben schieße, mache ich sowieso Schaden. Das ist gut, das machen wir. So, alles klar. Wäre ich auch fertig? Jason ist ja eigentlich auch Waffenverbesserung. Du hast ein Laservisier, erhöht kritische Trefferchance und sofort... Das ist eigentlich auch... Du bist eigentlich auch good to go, ne? Ja, du bist good to go.
Okay, Bushi, haben wir für dich denn schon? Waffenverbesserung können wir ja nicht machen, denn du hast ja die besondere Waffe, so, sonst hast du ja auch irgendwas schon dabei anscheinend. Ah, du hast einen besseren Willen. Okay, ist auch in Ordnung. Oh, ich freue mich schon, wenn wir die Waffe hier verbessern können. Oh mein Gott, das wird nice. So, mein guter Bowski kann auch noch eine Stimulation bekommen. Wie wär's denn mit mehr Leben? Du bist der übelste Tank. Du bekommst sogar 3 mehr Leben. Fett, oder? Waffenverbesserung. Du hast den automatischen Nachlader. Kostenloses Nachladen plus 1. Ist in Ordnung, kann man so erstmal lassen. Meine gute Alessio. Waffenverbesserung. Du bekommst erstmal nichts, denn du bist mir nicht ganz so wichtig. Joe Park ist mir da etwas wichtiger. Waffenverbesserung. Du hast schon einmal kostenloses Nachladen. Haben wir denn noch ein bisschen Crit? Crit-Chance. Da. Fortschritt, du hast plus 10 Crit. Bitte, nehmen Sie dies. Wunderbar. Wunderbar. Möchtest du noch irgendeine Simulation haben? Mehr Ausweichen. Komm, du bekommst mal Ausweichen. Haben wir sowieso 2 von. Alles klar. Dann können wir auch dich mal ganz kurz eben aufleveln, ne? Oh, verborgene Fähigkeit. Dank der zerfetzenden Schrift in einer zerfetzten Rüstung. Wow, das ist gut. Das ist richtig gut. Phantom, das nehmen wir. Okay, Schattenangriff, zusätzliche Zielsicherheit, solange du verborgen bist oder löst keine Reflex. Du löst keine Reflex. Obwohl, da haben wir schon genug, ne? Das heißt, du machst einen Schattenangriff. Da. Du kannst die Ampelrunde verbergen oder Sturm und Schuss. Ich finde Sturm und Schuss deutlich sinnvoller immer noch. Alles klar, wärst du auch bereit? Falls irgendjemand ein Ranger sein möchte, schreib es noch in die Kommentare. Bitte. Ich fände das cooler, mit Leuten aus der Community zu spielen, wenn man das schon Community nennen kann. Keine Ahnung. Wie viele sind wir überhaupt? Wie viele gucken die das Let's Play vielleicht? 4, 5? Ist schon, also bin ich deutlich, also bin ich dankbar für tatsächlich. Finde ich cool, dass echt Leute sich hinsetzen und gucken, was ich hier laber und spiele. Finde ich geil. Okay, gut. Jetzt geil nicht in dem Sinne, dass ich hier die ganze Zeit in der Latte sitze, aber ich finde schon cool. So, was wollen wir denn in der nächsten Folge machen? In der nächsten Folge wollen wir sehr wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, was machen. Die Energiespule wird noch abgeschirmt. Wir haben auch sonst, wir brauchen mehr Vorräte immer noch. Wir müssen mit dieser Gaunerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Was bist du denn? Also, wie bist du denn drauf? Schauen wir mal ganz fix, was das hier denn so alles sagt. Das Avatar-Projekt, wir müssen das immer noch weiter aufhalten. Oh. Sie haben die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt verlangsamt, Commander. Hoffentlich erweist sich das geborgene Material als nützlich, um die Pläne der Aliens aufzudecken. Ey, krass, nice. Hat sich um einen reduziert durch diese Mission gerade. Finde ich unglaublich nice. So, wir müssen mehr Kontakte herstellen, damit wir diese Einrichtung angreifen können und diese Einrichtung angreifen können. Puh. Aber dafür müssen wir erstmal mehr Kontakte machen. Weil wir haben hier 6 von 6. Das heißt, wir brauchen Vorräte, um unsere Energie zu erweitern, um dann mehr Vorräte, um mehr Kontaktdinger zu erweitern. Und wir haben genug zu tun, sage ich es mal so. Alles klar, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Erstmal sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.